Gino. 5 minutes to go. 5 minutes left. Alright, Gino. 5 minutes to go. Alles klar, Gino. Ich weiß nicht genau, was ich ändern soll. Vielleicht rüber noch ein bisschen oder das Ding, kein Plan. Also ich muss dir sagen, der McLaren gefällt mir von allen am besten mittlerweile. Okay. Den habe ich jetzt auf 10 Strecken getestet und ich komme mit ihm einfach zurecht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach so die Strecken fahren kann, die ich nicht einmal kenne. Ging halt einfach. Ich habe mir da gestern ein Setup gebastelt und mit dem komme ich zurecht und fertig. Das wäre der Huracan gewesen, den du gemacht hast. Der war danach. Da bin ich ja sogar die bessere Zeit gefahren mit dem. Weiß ich ja. Bessere Zeit als mit dem McLaren oder Porsche, aber trotzdem, der McLaren hat sich besser angefühlt. Der Huracan habe ich ja, weil ich immer gemeckert, weil sich der so instabil anfühlt. Da habe ich ja irgendwie geschafft, die Zeit zu fahren, obwohl er halt so schwer war. Ich verstehe nicht, wie das Sensor da gemacht hat, dieses Stuttering in der letzten Kurve und dann da einfach rein. Das ist ein spannendes Renntechnik, wenn du 0,5 Sekunden schneller fährst pro Runde. Auch nicht immer, ne? Ja, ich schaffe hier meine Zeit nicht einmal mehr. Noch ein Pack. Ich fahre immer 1,48 jetzt. Zack, ich muss mehr trainieren. Ach man, bis am Ende noch verkackt. Ja, noch besser brauchst du es nicht, reicht doch oder nicht? Was denn jetzt? Angeber. Ich will selber schlagen. 0,71 ist da nur zwischen. Wie 0,71? 0,571. Halbe Sekunde. 0,571. Entschuldigung. Genau, der. Ja, es hat doch gut die DRM-Geschichten. Oh. Da hatte ich noch keine Zeit für. Ich habe die ersten 2 Stunden, als ich wach geworden bin, nur an dem Server gespielt wieder. Fall sortiert, Sachen runtergeladen, überlegt, was ich mache. Aber DRM waren wir noch nicht. Bitte? Anstatt mal meinen Server zu testen. Ich bin ja nicht gefahren. Ich habe im Wohnzimmer copy-pasted und sortiert. Und ja, ich habe die Encodings der letzten 3 Tage versucht zu sortieren und zu machen. Ich versuche halt so wenig wie möglich jetzt offscreen zu sein. Und jetzt. Ah, Mann. Okay. Du solltest weniger schlafen. Stellst den Wecker um 5. Genau. Hast du recht? Da bin ich auch gerade rausgeflogen. Als ich heute in der Nacht oder irgendwann in der Früh aufgestanden bin zum Pinkeln,
habe ich gedacht, ich stehe lieber nie wieder auf. Die Füße waren so krass. Anscheinend spüre ich das doch, was ich hier mache. Aber ich habe vergessen, ich bin ja gestern noch unterwegs gewesen. Anderweitig. Ja, aber wenn das passiert, wenn du aufstehst, vielleicht solltest du überlegen, dass ich dich gar nicht hinzulegen. Habe ich auch gedacht. Einfach hier immer sitzen bleiben. Ja. Das Rennen fahre ich sogar mit, dann muss ich noch eine Pause machen. Ich kann mal um die Wäsche kümmern. Und ich müsste mich jetzt auch noch mal 48 Grad. In die Badewanne. Vernünftig. Mal wieder, ich glaube Sonntag war es das letzte Mal. Ich bin in der Badewanne zu duschen. Ja, ich ja auch. Ich kann ja gerade nicht duschen. Deswegen muss ich an die Wanne. Wegen deinem Zeh oder was? Ja. Ist das so schlimm? Immer noch? In der ersten Woche möchte ich nicht, dass der jetzt, weiß ich nicht, ob ich jetzt, aber ich warte lieber noch. Also heute mal noch, will ihn nicht aufquellen irgendwie, sonst verschwindet auf einmal der Fußnagel im Abfluss. Was mache ich denn dann? Ja, dann kommt ein, wächst neuer, ein besserer, stärkerer, bessere Panzerung. Ja, kommt ja aus hier, aus, wie nennt's das denn noch? Aus, was hat Wolverine? Adamantit oder so, nicht? Adamantit, genau. Adamantitnagel kommt dann da raus. Ja, wer weiß. Chocabolit sagen. Egal, alles gut. Adamantium. Adamantium, ja genau. Hallo Blech. Kann auch sein. Adamantium. Ja, was denn jetzt? Adamantium, meine. Was denn jetzt? Ist er Adamantium? Habe ich auch nicht gesehen. Ich kenne nur ein paar Szenen. Ich weiß nur diese komische Szene da mit dem Schnee da. Ja, wann ist denn jetzt vorbei hier? Ich weiß, wenn einer fährt, dauert es länger, aber es ist ja nicht unendlich. Ich habe eine Minute eingestellt, darf man höchstens warten. Aber wieso ist das doch extra gewürzt, der gelbe Schnee? Ist doch lecker. Das ist Fondue drin, sonst nichts. Deswegen gelb. Oh Gott, Gags wieder. Und direkt wieder. Die Drohne zum Beispiel. Was ist das denn jetzt hier? Und jetzt noch eine Minute warten. Boah. Du hast Overtime erlaubt. Ja, Minuten. Stopp! Nein! Oh Gott, dich! 5 Minuten! Schon lang nicht mehr gesagt. Was ist los mit dir? Doch, doch, ich hab das immer wieder gesagt. Du warst da nicht da. Ja. Was ist mit dem Gino hier? So mit dem. Also schön entspannt hier rennen fahren. Mal gucken, wie lange ich diesmal aushalte. Ja. Ja, schön entspannt.
Ramponelli mache ich erstmal mit dir. Ja, kenne ich ja von dir nicht anders. Ja, sonst wir mal hier den Rage Quit forcen. Keine Angst, das machen meine Krämpfe gerade gleich. Ja, ich weiß schon, wenn ich jetzt in der ersten Kurve vorne bin, dann geht der Krampf los, ne? Ist schon da. Weiß nicht, was ich machen soll. Schon los, müssen wir fahren oder was? Oh fuck. Das war ein Liebesbums. Start, sagt er mir. Der Psyche hängt. Ey, das muss doch hier bremsen. Das war ein Liebesbums. Das war aber mehr als Liebesbums. Das war fast in die Kurve reingeschoben. Hier mit den Kurven extrem Problem mit dem Rausrutschen. Und hier, wenn ich ein bisschen anbremse, dann rutscht er auch gleich. Muss er hier ein bisschen langsamer machen. Ab zu den Stewards. Stimmt, so weit kommen wir noch, dass wir reporten die Sache. Wie gut um die Kurve da kommst und die nächste so komisch rechts, wo du dich da nicht rausschmeißt oder so knapp nimmst. Jetzt hier doppelt rechts. Nee. Ist halt ne, entweder oder. Ach, das muss ja auch ein bisschen haushalten. Die Banane. Was war das denn? Hä? Hey! Ja, das habe ich nicht gemacht. Mit dem ganzen Ding zerbrochen. Windschutzscheibe, Spoiler und alles. Heck. Bei dir? Ja, alles kaputt. Ich muss in die Box. Windschutzscheibe doch nicht.
Doch, Windschutzscheibe, Body Damage hinten. Alles gut. Das habe ich nicht gemacht. So habe ich dich nicht reingebumst. Ich habe nur dich leicht weggedrückt. Ja, weiß ich ja, der Kurve ist ja auch doof. Die Kurve vorbei? Die Kurve ist vorbei in der Kurve? Die Kurve, ja, genau. An der Kurve, wo man rausfliegt, auch ohne Kurve. Ich habe etwas spät gebremst. Ich gehe reparieren. Hinten komplett rot. Vorne gelb. Bei mir auch. Die Windschutzscheibe ist auch kaputt, ja, und hinten, also hinten rot, vorne gelb. Und das sagt mir irgendwas mit Damage. Leuchtet auf das aus die ganze Zeit. Was? Ja, bei mir geht's nicht mehr weg, die Dinger. Mir geht das eine Reparatur-Ding, das ist kaputt, Fenster nicht mehr weg. Die Box, was soll ich machen? Und dann in die Box gefahren, ja, das. Nee, du? Klar. War auch üben. Weiß ja gar nicht, wo die sind. Hier! Was ist, welches ist denn deins? Welches ist meins? Ich stehe hier richtig. Ist einer vielleicht da vorne? Ja, lol. Also, meiner repariert. Meiner wechselt Reifen die ersten zwei Stunden. Was? Wieso hast du einen Reifenwechsel? Ich habe keine Ahnung, war das anders? Ja, bei mir nicht. Aber der repariert halt gleichzeitig sogar. Das war frech. Das war frech. Ich wohl kann hier. Oder hier. Good on your left. Clear left. Ui, Entschuldigung. Still right side clear. Hast du Platz hier? Also am besten hilft da nur Abstand nehmen, ne? Ist nicht immer eine Lösung. Vielleicht musst du sich mit dem Problem auch auseinanderhalten. Wieso kommst du, wieso... Oh Mann, wieso fährst du denn so weit hinaus? Verstehe ich nicht. Machst du mich dafür verantwortlich, dass du da ins Grün reinfährst, oder was? Ja, weil ich die halt dann einfach hinterher fahre, ich der Beste. Ja, das ist ein Lemming, oder was? Kannst du dir nicht vorstellen. Was ist das denn? Wo kommst du denn auf einmal her? Wie geht das? Ah, du bist doch immer Zweiter. Ja, ich hab mal probiert, was passiert. Du kannst in die Box porten und dann bist du anscheinend eine Runde hinten. Okay. Wenn was passiert. Ich konnte mich vorhin auch in die Box porten, aber ich war halt eine Runde hinten dann jetzt. Okay. Ich hab gedacht, das muss ich vielleicht ändern. Wegen dem Surf vom Server, dass man sich halt nicht in die Box porten kann, weißt du? Clear leg, right side. Was mach ich? Was machen wir denn jetzt hier? Also mir passiert Sachen. Ich bin noch nie rausgeflogen. Ich bin gestern die Strecke über 100 Runden gefahren.
Und nie rausgeflogen, ja? Und jetzt, weil du mich hier versuchst zu rammen und Liebesbumper zu geben und... Weil meine Reifen einfach fucking rot sind. Ich merke das erste Mal den ich habe einen Flatspot. Und das merke ich das erste Mal im Lenkrad hier bei dem Wagen jetzt. Mein hinteren linker Reifen ist einfach tot. Klar, sauberes Rennen. Immer. Faire Bedingungen, sauberes Rennen, klar? Meine erste Runde vor mir, von daher. Das ist schon GG, aber. Egal. Mein Pechner hat von Anfang an gewonnen, das war ja klar. Im Qualifying 0,5 Sekunden einfach schneller die Zeit, ist halt einfach stark, weißt du? Ja, left side, mega. Ist ja auch gut stark. Was sind das für Partikel, die da hinter mir? Wie er dann gleich Blue Flag zeigt, weißt du? Du überholst einfach ein langsames Auto, sagt er, lass ihn wieder zurück überholen. Kannst du dir nicht vorstellen. Dann ist das Auto sogar im Radar noch blau sogar, das ist voll lustig. Typisch Techniker, das ist immer blau. Man kennt's. Riecht mir zu viel aus, das Ding. Also, ist so unruhig. Ich mag das auf eine Art, aber nicht so. Nicht so, wenn ich nicht gewisse Kurven im Griff habe. Ich kann halt nichts riskieren. Ich dachte, das ist eigentlich besser, aber irgendwie ist der dreckiger als der. Hast du mal letztens gefahren? Ich weiß nicht, gerade eben hast du noch gesagt, der ist nicht dreckig genug. Habe ich auch gesagt, ja, aber ich kann eine gewisse Kurve nicht stabil fahren. Ich kann dir mal gerne das Setup geben, was ich bisher geändert habe, aber es ist halt nichts. Kann ich mal testen, bin ja mal gespannt. Weil es geht ja nur um 2-3 Kurven, wo ich halt einfach nur. Ja, ich kann entspannt langsam fahren. Das habe ich vorhin gemeint. Ich kann entspannt langsam fahren. Wenn ich ein bisschen was riskieren will, richte mir sofort aus. Your tire temps are all good, sagt er, danke. Fühl dich. Pay attention to track limits, please, Gino. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Leave me alone. I know what I'm doing. Du musst doch Gino mittlerweile schon kennen, oder? Er ist bei mir jetzt tagelang mit. Beschwert sich immer noch über das Gleiche. Also dieser... Der Flatspot in meinem Reifen, der geht nicht weg, ne? Ich spüre den immer noch im Lenkrad. Obwohl laut Grafik nichts mehr ist. Vielleicht ist da auch ein anderer Schaden. Bisschen verbogen. Karosserie, das ist dann so. Doch, jetzt sehe ich ihn wieder. Jetzt flackert er wieder. Karosserie?
Nee, Platzwort. Da war halt eben grün und beständig grün, ja. Und jetzt ist er ein bisschen blau geworden und da flackert er wieder. Was du alles fühlst? Ja, ich bin halt von der Sand beseitet. Was willst du? Harfe oder was? Ja, Harfe. LOL, 5 minutes to go, we're looking good for a podium. Ja, willst du mich verarschen mit zwei Leute? Du bist jetzt selber am Podium. Außerdem wir DNF. Da ist es motivierend, danke dir. Gino. Noch ein Zehntel im zweiten Sektor finden, sagte mir. Sonst fast das Lab hier. Bestzeit gefahren? Wer? Ja, du? Ja. Aber er sagt mir trotzdem, ich muss noch Zehntel finden im zweiten Dienst, ne? Mir ist voll Disco bei meinen Vorderreifen. Geil, oder? Ich geh doch wechseln. Das ist eine ganze Runde Vorsprung. Nee, brauche ich nicht. Komm auch so zurecht. Mal das Ding hier safe nach Hause holen. Tust du ja eh, hä? Hätten wir jetzt den KMR-Mod, dann würde ich richtig Kohle kriegen. Und ich würde im Level aufsteigen. Und dann, was hilft dir das für, fürs nächste Rennen? Nix. Dann bin ich einfach reich. Nix. Es wäre geil, wenn man sich so bei Hybridfahrzeugen noch so ein bisschen Batterieboost kaufen könnte. Ja, und ich habe gerade überlegt, es wäre geil, wenn dann noch so Sabotage und so, ne? Dass er 15% Chance, schickst einen Saboteur los in die gegnerische Box. Mit 15% Chance, dass der was bei dir sabotiert, dass dir im Rennen, keine Ahnung, das Rad abfällt oder so. Ja, random Schäden, können wir anmachen. Bei deiner Steam-ID? Ja, okay. Ja. Oder, keine Ahnung. Mal ein paar Boxenmädchen kaufen. Palmwedlerinnen und so. Das ist okay, da bin ich für. Ja, ich klar. Für Palmwähler, also ich lasse gerne meine Palmen, also. Ich stelle es gerne zur Verfügung. Für Testzwecke, die Mod. Fahrzeugen dann Geld zusammenschmeißen kannst, um dem, der im Qualifying die beste Runde gefahren hat, Max Ballast aufs Auto zu packen. Ein Fluch draufhauen, weil du Hexmeister gespielt hast. Fluch der Erschöpfung. Dot. Oder während des Rennens ein Fluch. Furcht, meine ich. Vier, ja. Vier. Oder Verbrennung auf die Reifen, Carsten.
Einfach so ein Chaosblitz auf die Reifen. Sind wir gar nicht mehr so weit weg vom RP hier. Der Zeit wird's. Kann ich bald den Server in RP umbenennen. Uns benehmen, der beste deutsche Red Dead Redemption Serverinhaber schaut zu. Ist der? Ich darf nichts Böses sagen über IP. Wie gestern. Ich habe nie was Böses über IP gesagt. Ich nur. Ich meine ich auch nicht. Huch. FC. Abgehoben. Leada ist und Fina Lab. Wir müssen, glaube ich, den mal hier ganz quer stellen. Oh, meine Aufhängung ist kaputt. Oh, mein Heckspoiler. Was sehe ich gerade? Eiert wohl ein bisschen was. Ja, das ist wie in echt halt. Das war das Alter, ne? Repariert. Anscheinend nicht. Hast du bei allen drei, jetzt gemacht? Scheiß freie Werkstätten. Ist zu günstig, oder? Oh, nicht Sniper in hier. Last Lab und du bist da schon gleich durch. Zu Kurve. Ja, und ich bin die erste Kurve, passt doch. Okay, also dann habe ich das auch getestet. Ich wollte wissen, was passiert wegen Porten. Weil ich hab mich erschreckt, dass das geht im Rennen mit den Porten. Also du hängst dann eine Runde hinterher dann. Ich schaue mir dann erstmal das Replay an, denn die erste Runde oder die ersten beiden Runden waren echt super. Dass du mich getwittert hast? Du hast mich. Das war ja wohl echt. Frech. Ich wollte deine Aufmerksamkeit, so wie von einem Mädchen. Ja, in der Grundschule, ne? Das Mädchen ärgern. Funktioniert aber nicht mehr. Immer driven. Phantom mindestens 8 Stunden am Tag Training, weil ich der schlechteste Fahrer auf der Welt bin. Immer. Jeden Tag jetzt. Seit 4 oder 6 Wochen. You won fantastic drive. Jawohl, P1 hat er gesagt. Fantastic Drive. Dankeschön, wenn du raus bist. Ja, appreciate. Ja, genau. Genau, Pupsi. Also, wenn das Fantastik ist, dann weiß ich auch nicht. Mich. Oh. Oder hat er den Crew Chief wiederholt? Nee, er hat hier mein Crew Chief wiederholt hier. Als du raus bist, stand da nur noch eins so. Von eins. Du bist ja aus dem Rennen gekündigt. Ich war fertig. Gewonnen. Das Rennen war nicht vorbei. Die Zeit war nicht klar. Vorbei. Reicht mit dem Auto, oder?
eindeutig den besseren Start gehabt. Ich, oder? Ist das recht? Nee, ich. Der 0,5 Sekunden schneller fährt bei Runde, klar, da ist ein Start. Du warst auf der Innenspur und ich hab dich vorbeigelassen. Ja, die Innenspur ist einfach schneller als die Außenspur. Soll ich es mal teilen? Weil wir sind echt schön hintereinander hergefahren. Kannst du das schicken oder so, oder wie? Ach so, schicken. Ich müsste ins Wohnzimmer, um Discord einzustellen, kurz. So, ich kann safen. Stimmt, gibt's einen Replay-Ordner oder so? Ist das eine Punkt MP4? Nee, noch nicht. So, okay. AC Replay stimmt die Datei sich. Das ist frech. Lädst du ins Spiel rein oder ist der Convention extra Player? Hochladen und teilen gibt's hier. Dropbox macht der direkt auf. Ne, ich habe ja keine Dropbox. Lade hoch, vorbereiten. Was? Wohin denn? Abbrechen. Einfach mal irgendwo hochladen. Ne, kann ich leider nicht. Nicht so. Ich könnte meinen Bildschirm jetzt teilen. Das mit der Axt oder was? Tja. Oder wie? Spalten wäre das dann. Teilen, spalten, alles der gleiche Scheiß. Hauptsache in zwei Hälften. Na klar, ich muss ja üben, du. Na klar. Na gut, dann muss ich da nicht raus. Ich brauch gar nicht. Praktisch. Ich dachte, ich krieg ein Setup und teste das mal. Achso, das kann ich dir mal geben und dann habe ich einfach Ruhe. Ist auch nicht fertig, ne? Ja, hast du die Vision Alpha, nachher krieg ich Beta. Schauen, was ich dann mache, wenn ich jetzt hier allein im Kreis fahren muss. Vielleicht wieder Auto wechseln oder so. So, zack. Setup, bam. Ist im Chat? Ja. Mein Lieber! Huch. Also, dass du zwei Tage in der da bist, Pupsi, das verwundert mich. Was ist mit deiner, Alten, ey? Die kann, sie gar nicht da, oder was? Exit's clear. Push. Kochen? Vernünftig. Gut erzogen. Dann meine Kochen nur noch vor Wut. Ja. Das ist ein bisschen versalzt dann, oder? Aber geht. Oh, da war der kleine Liebesbumper gerade. Imagine sowas sagt mal ein Kerl oder irgendjemand zu euch beiden, wenn sie neben dir ist und die kocht nie wieder. Selbst wenn das eine normale Aufteilung gerade ist. Du zockst, du schaust im Gag zu und, ja gut, das ist ja beides Arbeit hier, es ist ja harte Arbeit zuzuschauen hier. Oh, muss ich früher bremsen.
das denn? Oh, ich bin ja einmal hinten reingefahren gerade. Ja, immer wieder. Bin mehrfach zerstört. Ich nur ganz leicht angetascht. Ich finde auf jeden Fall gut, dass in der Streckenversion das Rolex-Zeichen nicht mehr weiß ist bei der ersten Kurve. Und wie fährt es sich? Ach so. Stimmt, habe ich vergessen, das ist ein anderes Setup. So. Weiß nicht. Kann ich dir gleich sagen, wenn ich bei den zwei Kurven bin? Bis jetzt merke ich nicht so viel Unterschied. Blockiert schneller irgendwie. Oder ich erfahre einfach anders, keine Ahnung. Schauen wir gleich mal. Na klar, immer. Auf die Details kommst du drauf an. Jetzt hier mal schauen hier. Ich glaube besser, ich übertreibe ein bisschen in den Kurven halt gerade. So, Pupsi, wann fährst du mit? Lenkrad holen, schön Rick holen und rein da. Hast du mehr auf die Vorderbremsen getan, die Bremskraft? Nee, oder? Ja, ein bisschen. Hast du nur erste Kurve, muss ich dann anders bremsen? Aber für die letzte Kurve ist es besser. Boah, war der Crash mies von mir. Klar war der mies. Aber war nicht extra. Na klar! Ich hab dich nur angetatscht und hast mich reingebumst. So, nach dem Vorspiel kommt der Hauptakt. Rein in den Gags, Lady Olga. Sector 2 is a tenth off your best. Gar nicht PPL. Was ist ein PPL? Pepo Love? Pepo LOL? Ach so. Ich habe glaube ich keine 7TV-Dinger da, aber ich weiß, du kannst. Gismillion, ich habe viele Frankas und viele Wetter und noch keine 7TV. Du bist da rein, Payne, oder? Sector 1 ist 0.6, off your best. Tschüss.
Bis später, sagst du? Ja. Dann ist Mahlzeit. Oder was auch immer du treibst. Bis später. Vierte. Bis später. Vierte miteinander. Und wer sucht mir die 250 Emotes aus? Wer hat so viel Zeit? Was das Haus fest denn? Ich muss mir so was ändern hier. Eine andere Branche. Wo ist denn der 20er? Wo ist der 20er denn? Anders. So. Kannst laut Leute Moderator geben, die fügen die dann hinzu. Also auf der SermTV-Seite. Also du machst es jetzt, oder was? Okay. Du hast dich dafür auserwählt? Okay. Das finde ich gut. Da muss ich ja nichts machen. Ich muss mich erstmal selbst dort adden. Ich weiß gar nicht, ob ich das von hier machen kann. Ich muss vielleicht ins Wohnzimmer. Vielleicht ins Wohnzimmer. Mal kurz hier oben schauen aufs andere Mikro, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das von hier kann alles. Ist dann auch die ganzen Sicherheitsdinger da. 7TV.app. Was ist das? Nee. 7TV Emotes. Na, nix Zeit. Wir haben keine Zeit. Es kann sein, dass ich morgen sterbe. Ich habe 7tv.app/emotes, bla. Erstmal muss ich mich da einloggen. Autorisieren. Jo, bin drin. Und jetzt?
Link my YouTube Addy Mode. View Profile. Emotes enabled 0 von 250. Emotes by Gags 0. Ja, passt doch. More. Open new tab, copy link. Add editor. Enter their username. Naja, bin ich schon, habe ich schon alles gemacht. Hab schon alles, alles gut. Keine Ahnung, ist das Enter drücken oder was? Enter. Weiß nicht, ich habe das jetzt mal hier so gemacht, keine Ahnung. Emotes war Unterstrich oder was weiß ich, Editor of Gags TV. Ja. Ja gut, tobt dich da aus, hab Spaß. Du kommst ja mehr rum als ich, du siehst ja. Du musst doch irgendwas im OBS ändern, damit du auch im Chat siehst. Du musst doch gar nicht, oder? Das ist nicht einfach unten bei Emotes, so wie bei Better Twitch oder Prankers. Einfach unten bei Emotes taucht es auf. Du meinst das? Da sind glaube ich Seven TV Dinger dabei. Das muss dir glaube ich abgehakt sein. Du meinst dieses Ding, was da immer so spawnt, müsste eigentlich abgehakt sein, wenn ich drüber mal schaue. Wieder runterfallen, gell? Achso, ja, das Mikro umstellen, genau, genau. Ja, ja, passt, habe ich, danke. Du meinst, wie die da runterfallen, ne? Müsste eigentlich geerdet sein. 15 Minuten remaining, 15 Minuten to go. Wenn ich im OBS was einstelle, sieht man es ja nur im Stream, aber das müsste doch normalerweise. Wenn du Kappa machst, dann spawnt es halt irgendwo im Chat. Wow, toll, ich hab da hingeschaut. Siehst du, da ist doch Kappa, guck mal. Das taucht halt irgendwie auf, fällt runter, explodiert, sind verschiedene Animationen. Einfach nicht hingeschaut gerade. Kein Problem, es sind viele Sachen in meinem Leben Rätsel für mich. Besonders die Weiber, weißt du mal, die meine ja. Bremst wieder nicht voll irgendwie mit dem Fuß. Ich hab
jeden Tag den Fuß muss ich irgendwie anders belasten, das ist irgendwie komisch. Naja, 5,6 Runden, was ist mit dir, Running und out of fuel? Hast du das mit der Bremse noch gespeichert im Column Manager? Ich hab's doch umgestellt, wenn ich 80% bremse, dass es 100 ist. Irgendwie ist das nicht mehr so. Bin ja mal gespannt, was für heftige Mods du hier raushaust hier. Ich bin gespannt, was für Emote-Sachen über die Jahre noch kommen. Wer oder was ist denn überhaupt 7TV? Wir sehen, da sind einige Settings, die man die aktivieren und deaktivieren kann. Schon länger, aber auch wieder so ein verifizierter Emoji-Dingsbums. Ja, genau, ist so eh nicht klar, aber können da jetzt noch 10 weitere kommen? Ja, ist auch im. Ich habe nur Franker Faces drauf, da ist alles mit drin. Franker Faces hast du auch Better Twitch. Und alles. 7TV, Better Twitch TV und halt Rankers. Ich frage mich halt nur, wie das passiert, dass einfach sowas spawnt wie 7TV. Kann da jeder kommen, das mit einbinden und so? Vielleicht größere Firma mit Geld oder sowas, ne? Ich schaff's aber nicht mehr, Vollgas zu geben, warte mal. Bremse meine ich. Ist das immer noch so?
Ich kann nur so Gas geben und dann so bremsen. Was darüber hinaus tut mir wieder weh. Mann, ich muss es ja fast jeden Tag ändern hier. So und so. Aha. Bald die besten Emotes, beste Mann. Ich freue mich.